euch, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Wir hatten gerade eine Begegnung mit Ada. So. Ada ist so, du weißt nie, wie du an ihr bist. Da ist ein Händler, das ist perfekt. Das sammeln wir aber trotzdem vorher noch alles ein. Oh, ein Spiegel. Zack. Da, geht da noch was? Nope, geht nicht. Gucken wir nochmal bei dem Bettchen hier. Da ist auch nichts. Da liegt auch nichts. Oh, da, da, da. Meins. Dankeschön. Theoretisch könntet ihr da jetzt runtergehen. Und da ist irgendwo in diesem Irrgarten eine Kiste. Mit einem Schmuck drin. Den könntet ihr euch holen. Da sind dann ziemlich viele Mönche wieder drin. Also wer Lust hat, wer Bock hat, kann das gerne machen. Ich lasse das jetzt hier mal weg. So. Hey, Buddy. Welcome. Was hast du denn schönes? Some rare things. What are you selling? Kriegst jetzt mal was von mir. Die Brandgranate. Thank you. Dann kriegst du von mir viermal Spinell. Ein Seil. Viermal. Thank you. Und diesen wunderschönen Spiegel kriegst du auch noch. Jetzt haben wir 6000. What are you buying? Na, wird nicht mehr hier. Das ist das alte, ja, das habe ich. Das habe ich gut. Ja, jetzt kann ich mir die Blocken machen. I see you have an eye for things. Guns not just about shooting. Die nehmen wir jetzt mit. Ich will die haben. Ich liebe das Teil. Thank you. So, 232.000. Jetzt können wir noch ein bisschen tunen. Blacktail, Kapazität. Yes. Is that all? Rauf damit. Thank you. Schrotgewehrkapazität. Auch rauf. Auf jeden Fall. Sturmgewehr. Geht sie nie mehr aus. TMP. Ist nichts Passendes bei. Gucken wir mal Baller Butterfly rein. Okay, also die Ladegeschwindigkeit ist echt heftig. Zeige ich euch mal bei Gelegenheit. Weil es sich ergibt. Ich glaube, dass wir jetzt auch eben Magnum-Munition kriegen, jetzt wo wir die haben. Ich liebe diese Waffe. Die Durchschlagskraft ist geil. Endgeil. Was nehmen wir jetzt am besten so? Mit der Heilung müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Bleiben wir bei der Pistole. Ja, bleiben wir bei der Pistole. Ich weiß leider, was gleich auf mich zukommt. Es gehört zum Spiel dazu. Ihr könnt es wahrscheinlich schon hören. Dessert für die verbleibenden Jahre. So, Krötchen. Mit. Die Musik heißt nämlich nie, nie was Gutes. Ich bin mir jetzt nämlich gerade nicht sicher. So, wir müssen das Weinglas treffen. Ja. Ist ganz easy, geht eigentlich mit der Pistole auch. Dauert eine Zeit, dann geht das wieder zurück hier. Ich will da nicht rein. Ich glaube, ich komme da jetzt nicht drum rum. Ah! Da ist die Tür, wo wir vorher nicht durchgekommen sind. Deswegen sind wir nicht durchgekommen. Weil da ein Kackschloss hing. So, ich nehme hier noch alles Zeugs mit, was hier so rumliegt. Roter Edelstein, der kann auch eingefasst werden. Naja, Schlange ist immer böse. Die tut weh. Man könnte die jetzt abballern, dann kriegt man ein Ei, aber lassen wir das arme Viech leben. So, Gold. Gold.
Gewehrmunition. Okay. Ich komme nie aus, ne? Ich komme einfach nicht aus. Ich brauche das in der Mitte. Das sieht unheilerregend aus. Bleibt nicht aus. Ja, das ist das Schlimme, dass ich den Typ jetzt hier in der Zelle mit habe. Und der natürlich, ja, wie dumm ist. Und die draußen, die machen natürlich auch. Mit. Ich will nicht sterben jetzt. Ich will hier raus. Weg. Oh, aua, aua. Oh. Oh. Oh Mann. Ja, der hat mir jetzt gerade den Kopf abgehackt. Das geht so verdammt schnell. Das ist so mistig da drinnen. Ich muss irgendwie nämlich die Tür aufkriegen, so schnell wie möglich, und dann versuchen, da rauszukommen. Bist mit dem eingeschlossen. Macht keinen Spaß. Klappen dir von draußen eine drauf. Wie gesagt, der ist nicht dumm. Sackgesicht. Ja, jetzt bist du kopflos. War ich auch gerade. Haha. Das Schöne ist, die sind da draußen, können da nichts tun, ne? So, vorbei ist der Spuk. Es ist halt so mies, wenn du mit denen einen Raum gesperrt bist. Sanduhr, weißt du? Das ist eigentlich für nichts gut. Für gar nichts. Da geht's raus zum Wein. Jo. Da liegt auch nichts. Schade. Gehen wir hier weiter. Mein erster Tod hier. Ich verziehe deswegen das Gesicht, weil... Ach komm, von der anderen Seite verschlossen. Weil dort hinten in den Raum liegt etwas. Da, ein Raketenwerfer mit einem Schuss. Nur das Teil ist so derbe groß. So derbe groß. Das passt ja nicht ins Inventar. Ich habe den schon einmal mitgenommen. Ich glaube, ich habe
vielleicht ein einziges Mal damit geschossen. Oh, nettes Gimmick. Kann man, muss man aber nicht. Hi, Jungs. Schön, dass ihr da wart. Nicht den Kopf verlieren, ne? Ganz schön da unten liegen bleiben. Ihr seid auch bisschen nervig, Leute. Ich weiß, unkonventionell. Aber das hat die größte Durchschlagskraft. Das Teil springt. Das springt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das schon hatten, das Teil. Ob wir das schon gesehen hatten, ich weiß es nicht. So, bist du voll? Ja, du bist voll. Bist du nicht voll? Man sollte die ruhigen Minuten ausnutzen, um nachzuladen. Also immer ganz wichtig. So, ja, munitionsmäßig sieht es nicht so schlecht aus. Kommt halt immer wieder was dazu. Gott sei Dank. So. Money! Runter! Und der Raketenwerfer, der ist so mega gesichert. So. Das ist das Megateil. Wenn du das Ding mitnimmst, hast du keinen Platz mehr. Also nein, braucht kein Mensch. Tricks sind, glaube ich, ewig im Inventar. Oh, da ist schon offen. Ewig im Inventar rum. Nein, ich will den Raketenwerfer nicht. Ich will die dumme Granate, die davor steht. Okay, lässt es mich nicht nehmen. Na, bleibst du jetzt beim Eck hängen? Blendgranate. Ah, dann bleibt die Blendgranate hier halt liegen. Auch kein Problem. Und weiter geht's. Ja, sagt den Raketenwerfer. Muss nicht sein. Ich wüsste jetzt nicht, was ich damit abballern sollte. Ja, ein Boss vielleicht, aber... Bis jetzt habe ich den noch nicht für den Boss gebraucht. So, mein Freund. Gucken mal kurz in die Schätze, ob wir irgendwas kombinieren können. Welche Verzierung hast du? Gar keine. Okay. Dann kriegst du die gleich. Got some rare. Ich habe dafür mein Kopfwerk gegeben, also. Is that all? Thank you. Is that... Thank you. Ah, er freut sich. Thank you. So what are you bought? Not enough cash. Scheiße, 73.000. Ah! Ich will die Muska warten. Geht sich das aus? Nee, geht sich nie aus. Das war so klar. 56? Das geht sich nicht aus. Kacke! Leon, I got it. Lewis! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite.
the sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! Lois! So, das war's mit dem Kapitel. Die Frage, die ich mir stelle, wo kam das Teil aus dem raus? Ah, das stellen sich jetzt wahrscheinlich alle die Frage, wo kam das Teil raus? Oh. Ja, okay Leute, das war jetzt ein bisschen ein kürzeres Kapitel, macht aber nichts, nächstes Mal geht's actionreich weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir gerne einen Kommentar hier, lasst mir auch gerne ein Abo da, da freue ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.